So Freunde, es ist wieder soweit. Der Rizzo ist on Tour. Land und Leute, und heute geht's nach Kolmnitz zu Essig Schneider. Und da werden wir da ganz einfach mal schauen, wie da in Kolmnitz die regionalen Produkte hergestellt werden und wie sie dann natürlich dann zu dir nach Hause kommen. Ne? Also, seid gespannt. Viel Spaß dabei beim Zuschauen. Ein paar Eier nehme ich schon mit, 10. 10 Eier, ja. Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Essig Schneider. Wir sind gerade bei uns vom Hofladen, in dem wir neben unseren Produkten viele weitere regionale Händler führen und von Präsenten bis hin zu altbewährten Dingen alles Mögliche im Sortiment haben. Kommt doch gerne mal mit rein. Wir stehen jetzt bei uns im Hofladen vor unserem eigenen Sortiment, also vor Essig Schneiders kompletter Produktpalette. Dazu zählt neben allerhand Senfsorten, über 25 Stück sind es mittlerweile, auch Klassiker wie unser extra scharfer Senf, dann unser mittelscharfer Senf, beide Sorten erhältlich auch bei Edeka Müller. Dazu zählen ebenfalls Produkte wie der Bio-Apfelessig von uns oder Premium-Essigsorten, die ihr hier findet. Eine komplette Produktpalette an verschiedenen Premium-Essigsorten, die bei uns hergestellt werden. Alle in verschiedenen Größen erhältlich, zum Probieren oder auch schon für Kenner. Neben Essig und Senf haben wir allerhand Produkte im Angebot, die sich rund um das Thema Senf und Essig drehen. Dazu zählt zum Beispiel auch unser Senfschnaps. Eine sehr würzige Spirituose, muss man sehr mögen und eine Fan sein. Dann ebenfalls bei Edeka Müller im Angebot auch der Schneider Eierlikör, nach altbewährter Familientradition hergestellt, auch in verschiedenen Größen erhältlich. Dann haben wir natürlich alles auch in größeren Abpackungen, dazu zählen vor allem auch der Tafelessig, der klassische 10%ige Tafelessig, den man in der Küche vorfindet, für Salate, Dressings, nahezu alles Mögliche benutzen kann, wo es etwas saurer werden soll. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Spezialitäten im Angebot, die sich so um Senf und Essig drehen. Dazu zählen beispielsweise unsere Pesto- und Grillgewürze, verfeinert mit Senfschrot und Senfsaat. Ideal geeignet zum Marinieren oder zum Würzen, auch in Salaten gut. Ja, dann haben wir auch noch im Angebot den Senfblütenhonig in 3 verschiedenen Größen. Also auch für alle Süßliebhaber etwas dabei. Ebenso unsere Senfschokolade, mal etwas, was man so noch nie gehört hat. Senfschokolade mit Senfkörnern, brauner und gelber Senfsaat oder auch unsere Pralinenvariation. Unser Hausmacherspeisesenf, klassische Sorte, geeignet für alle, die es scharf mögen. Unser Kräutersenf, verfeinert mit Kräutern jeglicher Art, ideal geeignet gerade auch, um klassische sächsische Küche zu machen, wie die Rouladen beispielsweise, oder auch toll geeignet, um eine Vinaigrette für einen Salat zu machen. Ein weiterer Klassiker sind bei uns der Knoblauchsenf und der Biersenf, sehr beliebt zur Grillsaison. Und absolute Verkaufsschlager sind dann auch unser Kräuteressig, verfeinert mit Kräutern jeglicher Art, Senfkörnern, Dill, Piment, Chili. Gerade eben waren wir im Hofladen und jetzt machen wir uns mal auf den weiten Weg ans andere Ende des Firmengeländes und gehen mal in unsere Räume der Essigfabrik, so nennen wir sie von alther. Es ist keine Fabrik in dem Sinne, aber bei uns hat sich der Name einfach eingebürgert. Kommt doch einfach mal mit. So, wir sind jetzt schon angekommen. Im Hintergrund hinter mir seht ihr die Essigfabrik. Auf dem gesamten Gelände findet im Mai alljährlich unser Hoffest statt. Erstmals zum 80. Jubiläum der Firma. Mittlerweile schon zum vierten Male, sagen wir es so. Dafür kommt doch einfach mal mit hier rüber.
hinter uns eine große Wiese, auf der wir dann tatsächlich alle Hütten aufstellen mit Verpflegung, kulinarischen Sachen. Viele, viele Händler da sind, Handwerker da sind, ihr Handwerk vorstellen. Viele regionale Händler ihre eigens hergestellten Produkte verkaufen, zeigen und wirklich auch in die Küche der Leute bringen wollen. Und wenn möglich nicht ausrutschen. Senfi heißt der. Senfi. Du kannst mir das jetzt quasi jetzt hier so neben dem Senfi erzählen. Was da neben unserem Senfi, ja. Oder unser Senfi erzählt dir, wo wir sind. Wir sind gerade in unserem Betriebsführungsraum, der vor wenigen Jahren erst neu gebaut wurde, auf die ursprünglichen Räumlichkeiten der alten Essigfabrik sozusagen. Haben wir einen Anbau gemacht, damit die Leute hier tatsächlich kennenlernen können, wie unser Senf und unser Essig hergestellt wird und das mal hautnah erleben können, inklusive Verkostung und Schauvorführung und viele spannende Linda, Sachen. Hast du ein Produkt, wo du sagst, das ist genau das, was du nie täglich brauchst, aber fast alltäglich? Was ich definitiv immer in meiner Küche zu Hause habe, ist Kräutersenf, unser Ketchup und immer eigentlich eine Balsamico-Sorte Essig. Und der Ketchup, wozu geht er am besten? Zu allem. Zur Bockwurst, klassisch, zur Wiener Bobby, ja. Und zu Nudeln. Wir sind jetzt angekommen in unseren Betriebsführungsräumlichkeiten. Hier kommen die Leute an, wenn sie bei uns eine Betriebsführung buchen und hautnah erleben wollen, wie wir unseren Senf und unseren Essig herstellen wollen, etwas über unsere Geschichte kennenlernen wollen und all unsere Senfsorten auch mal verkosten möchten. Zu unserer Betriebsführung haben bis zu 45 Personen Platz, die alle gleichzeitig bei uns die Betriebsführung erleben können und zusätzlich einen herzhaften oder süßen Imbiss inklusive Senf genießen können. Dazu zählen entweder unsere Senfbockwurst oder unser Senf-Gugelhupf. Was? Gugelhupf. Echt? Ja. Haben wir sogar noch ein paar Bilder hängen. Vom Tag des Handwerks. Ja, toll. Ja. Familienrezept. Ja, richtig. Also Linda, wie muss ich mir das jetzt hier vorstellen? Kommt jetzt hier das normale Senfkorn irgendwie nochmal angeröstet oder wie auch immer in den Bottich oder wie läuft das ab? Also in den Maicherbottich an sich kommt nicht das Senfkorn rein, sondern Senfmehl gemischt mit Wasser, Gewürzen, Essig und vielleicht auch ein bisschen Senfschrot teilweise. Und das wird dann angesetzt und wird dann auch, das zieht erstmal durch und dann wird das in die Senfmühle gepumpt und durch diese zwei Mahlprozesse wird das dann ganz fein. Und je nachdem, welche Senfsaat man verwendet und welches Senfmehl und in welchen Mengenverhältnissen, kommen dann verschiedene Senfsorten bei uns raus, eben entweder der scharfe oder der mittelscharfe. Und trotzdem wird es immer so bleiben, dass wenn man bei uns zwei verschiedene Senfgläser kauft, der scharfe Senf immer extra scharf ist und der mittelscharfe immer ein bisschen lascher, sag ich mal. Aber man schafft nicht immer die gleiche Schärfe in den Senf zu kriegen, weil Senf einfach ein Naturprodukt ist. Und Faktoren wie die Sonne, das Wetter generell, der Anbauort, das sind alles Dinge, die sich einfach auf die Pflanze auswirken und eben auch auf die Schärfe, die das Senfkorn dann entwickelt. Okay. Und ich habe letztens euren süßen Senf probiert mit einer Weißmosch dazu. Ja. Harmoniert wunderbar. Harmoniert wunderbar, ja. Auf jeden Fall müssen wir mal probieren. So, zu guter Letzt kommen wir noch an in unserer sauren Halle, kann man so sagen, nämlich beim Essig, in unserer Essigproduktion. Kommt einfach gerne rein. Wie ihr seht, steht man zwischen allerhand Kanistern, die alle befüllt werden mit sowohl Tafelessig, Kräuteressig, Apfelessig, allen Essigsorten, die wir so im Sortiment haben. Ihr seht hier die großen Edelstahltanks, in denen unser Essig gelagert wird und seine Zeit verbringen darf. Ja. Wie lange bleibt so ein Essig in dem Tank drin? Bis er alle ist. Bis er alle ist. Bis er alle ist. Also bei uns ist es so, dass Essig, wir Essig aus Eisessig herstellen. Das bedeutet aus reiner, fast 100%igen Essigsäure. Die bekommen wir, also die wird eben zugeliefert und daraus setzen wir dann die verschiedenen Konzentrationen an und eben auch die verschiedenen Ansätze, Kräuteressig oder Bio-Apfelessig. Wir sind auch zertifiziert für die Bioproduktion, sowohl beim Senf als auch beim Essig. Also wir haben auch einige Bioprodukte im Angebot,
Genau. Und früher lief die ganze Essigherstellung noch auf traditionelle Art ab. Das ist ein großer Wunsch, das auch mal zu machen. Und den hoffen wir auch noch realisieren zu können. Und derzeit machen wir es eben mit dem Eisessig. Und wer dazu mehr erfahren möchte, kann auch gerne einfach mal zur Betriebsführung vorbeikommen und sich das Ganze anschauen. Und ich sehe gerade, früher wurde das in Holzfässern und Holztanks gemacht? Genau, da war es tatsächlich so, dass sehen wir vielleicht auch nochmal, wenn wir uns dann im Museum bewegen, dass man mit Buchenholzspäne das gemacht hat und in den Buchenholzspänen Essigbakterien angesetzt wurden, die dann übergossen wurden und letzten Endes ein Gärungsessig entstand. Also der Unterschied zwischen Eisessig und Gärungsessig ist, dass der Eisessig sozusagen schon Essigsäure ist in dem Sinne und Gärungsessig sozusagen Alkohol ist, der zu Essig wird. Das ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, der jetzt mal einen Apfelsaft oder einen Rotwein offen stehen lässt, da Luft rankommt und dann schmeckt es auf einmal sauer, weil dann ist einfach Essig draus geworden. Und das ist so noch sehr die historische und traditionelle Art und Weise, wie man auch Essig herstellen kann. Da kannst du noch was sagen dazu. Genau. Bei uns ist es tatsächlich so, dass alles von Hand gefädelt und gebändelt wird. Das heißt, wir machen all unsere Etiketten von Hand an die Essigkanister und jedes Etikett beim Senf wird von Hand geklebt. Also hier macht nichts die Maschine, außer unsere wundervolle Senfmühle, die uns den Senf produziert. Aber ansonsten findet alles von Hand statt und wird mit ganz viel Liebe ans Produkt gebracht. So Linda, jetzt sind wir wirklich alles auch in 10 Liter, 5 Liter Kanistern, habe ich gesehen. Wer kauft denn solche Mengen an Essig? Also einerseits brauchen teilweise Gastronomien solche großen Mengen, wirklich dann 10 Liter, 5 Liter. Und natürlich ist Essig nicht nur verwendbar in der Küche oder im eigenen Haushalt, sondern wird tatsächlich auch viel bei uns von der Kundschaft erworben zur Unkrautbekämpfung. Also gerade wenn man zu Hause das Grün auf dem Gehweg durchsprießen sieht, dann ist Essig so das natürliche Mittel der Wahl, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Da gibt es nicht nur den 10%igen Tafelessig, sondern dann auch unsere 25%ige Essigessenz. Die sollte man bitte auf gar keinen Fall zu Hause trinken, unverdünnt, also bitte unbedingt verdünnen im richtigen Mischverhältnis. Und die ist dann wirklich perfekt geeignet, wenn man gerade Unkraut zwischen Pflastersteinen oder ja einfach Gehwegen entfernen will. Und ein kleiner Tipp, am besten bei Sonnenschein und schönem Wetter, dann funktioniert das Ganze ratzfatz. Das Unkraut wird sofort gelb und vernichtet. Ja, also Essig mehr als nur im Haushalt kann man auch für viele weitere Dinge verwenden. Manche putzen damit sogar ihre Fenster. Toller Tipp. Ja. Genau, wir waren ja jetzt schon in der Senfproduktion und haben uns ja angeguckt, wie die Maische in dem Bottich angesetzt wird oder wie das Ganze vonstatten geht. Und da kommt eben unter anderem das Senfschrot rein und das Senfmehl. Und wie ihr seht, gibt es gelbes Senfmehl. Es gibt aber genauso auch braune Senfsaat. Und je nachdem, welche man verwendet, entstehen die unterschiedlichen Schärfegrade. Und vielleicht ein ganz interessanter Fakt mal zu unserem Senf. Man höre genau zu. Es ploppt nichts. Und es sollte auch nichts ploppen, denn tatsächlich ist es bei unseren Senfsorten so, dass ja weder Konservierungsstoffe noch Farbstoffe oder zusätzliche Farbstoffe etc. eingefügt sind, sondern das ein reines Naturprodukt ist und das konserviert sich selber durch den Essig. Und das bedeutet, wenn ich immer wieder mit einem sauberen Löffel oder Messer in mein Senfglas gehe und es dann in den Kühlschrank stelle, wird der Senf niemals nie schlecht. Denn durch den Essig konserviert er sich selbst. Und dadurch hat man möglichst lange was von seinem Senf oder von Vorteil, man isst ihn einfach schnell auf, damit man sich ein möglichst frisches neues Glas holen kann. Aber im Grunde genommen kann Senf so nie schlecht werden, egal welche Sorte. Wie lagert man den am besten? Im Kühlschrank? Im Kühlschrank. Also so, wenn er dann offen gemacht ist, so im Kühlschrank, ja. Wir haben ja jetzt nicht kalt stehen, also so bei Raumtemperatur, wenn er zu ist. Aber wenn man dann einmal aufgemacht hat, im Kühlschrank, weil wenn er dann einmal auch offen ist, sollte man den ja schon relativ zügig verzehren, weil mit jedem Mal, indem ich das Senfglas öffne, passiert es dann, dass die Schärfe rauszieht. Also irgendwann kann dann mal ein extra scharfer Senf von uns nicht mehr ganz so scharf sein, aber nach vielen Wochen, sage ich mal, weil einfach die Schärfe mit jedem Mal öffnen immer wieder aus dem Glas ausdünstet. Deshalb schnell aufessen und kleine Gläser oder große Gläser, je nachdem, was man braucht, zügig aufbrauchen und neu einkaufen. Weitere spannende Sachen gibt es natürlich neben dem Senf auch noch zum Essig zu erzählen. Hier seht ihr einmal die Buchenholzspäne, mit denen Gärungsessig gemacht wird, also auf denen dann die Essigbakterien sich sozusagen ansiedeln und letztendlich
wenn das dann aus der Flüssigkeit, in denen diese Buchenholzspäne liegen, Essig wird. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass es etwas ganz Kurioses gibt, was man die Essigmutter nennt. Wir nennen sie immer ganz liebevoll die Essigmutti. Eine Essigmutter ist letzten Endes nichts anderes als eine Gelee- oder Gallertartige Masse, die sich in Essig bilden kann. Und das vor allem in Apfelessig oder ja, anderen Obstessigsorten. Das hängt einfach eben mit der Zugabe der Obstsäfte zusammen. Und eine Essigmutter bildet sich dann, wenn Sauerstoff in die Essige gelangt. Und man sieht das ganz schön, die ist schon recht groß geworden. Und je mehr Sauerstoff in diesen Essig dazukommt, desto größer wird die auch. Wachsen kann die letzten Endes unendlich. Und das Spannende ist, dass viele diese Essigmutter für wahnsinnig gesund halten und teilweise auch braten. Und deshalb auch fragen, ob wir die Essigmutter so haben. Leider bieten wir die noch nicht so rein zum Verkauf an, weil das ja eine ziemlich platzaufwendige Sache ist. Aber es wäre mal definitiv eine Idee, um das mal zu Hause in der Küche auszuprobieren. Dafür einfach eine Flasche Apfelessig nehmen, ein kleines bisschen offen stehen lassen, vielleicht auch unbedingt bei Raumtemperatur und dann mal gucken, wenn sich so kleine Schlieren bilden, ist das der Beginn einer Essigmutter. Und das bedeutet aber auf gar keinen Fall, dass ihr Essig schlecht geworden ist, denn Essig kann nicht verderben. Das ist einfach der Ansatz einer Essigmutter und eigentlich tatsächlich noch gesünder. So, nun sind wir angekommen im Museum, denn da unser Familienbetrieb wirklich schon seit 1936 existiert, sammelt sich mit der Zeit so einiges an, was man im Sortiment hat oder hatte und auch was man mal zu den Leuten nach Hause gebracht hat. Denn neben unserem Hofladen ist für uns auch ganz wichtig schon seit Jahren unser ambulanter Handel. Das bedeutet, schon seit vielen Jahrzehnten fahren bei uns die Vertreter ihre Bestellung einholen, kommen dann mit den Produkten, die sie bestellt haben, zu ihnen nach Hause bis vor die Haustür und sie können ihren Senf direkt vom Essigschneider-LKW praktisch genießen. Kommt doch einfach mit ins Museum und schaut euch die ganzen antiken Kleinigkeiten mal an. Wer kennt das noch? Florena-Kring gibt es immer noch, ist zum anderen oder ein Teil unseres Ostalgie-Paketes, ja, was wir auch im Laden haben, gefüllt mit allerhand ja, Köstlichkeiten, aber auch nützlichen Dingen, die man noch so aus der DDR kennt. Von der Schlagersüßtafel bis eben auch unserem traditionellen Senfrezept, dem Senf. Und Gelee-Bananen zum Beispiel. Mhm. Lauter solchen leckeren Dingen. Ah ja, hier wurden die ganzen Rezepturen wahrscheinlich geschrieben, oder? Also an dem Schreibtisch. Könnte sein, ja. Aber man sieht auf jeden Fall mal so, wie es. Wahnsinn. Dadurch, dass man ja schon so viele Jahre das macht, wie so die Rechnungen gerade auch im Laufe der Zeit sich so entwickelt haben. Und viele, viele Menschen bringen tatsächlich heute immer noch alte Essigkrüge oder Senfgefäße zu uns mit unserer Beschriftung und sagen, möchtet ihr den gerne wiederhaben, möchtet ihr den ins Museum stellen, den haben wir noch so, so lange zu Hause stehen gehabt und bringen das wirklich wieder, weil es auch schön ist, dass man immer noch merkt, nach vielen, vielen Generationen, die Leute aus der Gegend uns teilweise schon kennen, immer noch sagen, wir holen unseren Senf und unseren Essig bei Schneiders. Und möchten auch einfach wieder ein bisschen was zurückgeben. Ja, ich erzähle jetzt einfach mal was von der ungarischen Gurkensuppe oder ungarischen Hülsenfrüchten, die mein Opa damals zubereitet hat. Und da gab es immer eine Essigessenz als Löffel mit als Beigabe dazu. Und Essig hat natürlich auch eine besondere Wirkung halt auf unser Verdauungssystem, auf unser körperliches Wohlbefinden in der Hinsicht. Genau. Und da hast du jetzt hier irgendwie was Tolles. Ja, das ist unser Bio-Oxymel. Also zum Essig generell lässt sich ja sagen, dass gerade bei so Beschwerden wie Sodbrennen oder Völlegefühl Essig tatsächlich das ganz beruhigen kann. Selber auch schon ausprobiert und hat auch selber schon gut funktioniert. Also das funktioniert wirklich, weil gerade auch bei Hülsenfrüchten, die sind ja schwerer verdaulich.
Und da ist es wirklich so, gerade auch der Leinsamen fällt uns zum Beispiel ein, den wir ja auch von der Ölmühle Bobritsch wiederum haben als regionalen Partner, dass da geschroteter Leinsamen immer besser verdaulich ist als das ganze Leinsamen, weil das sonst unserem Magen einfach zu schwer fällt, das so aufzubrechen, das Leinsamen an sich. Genau, und so eine andere super Sache, ist unser Bio-Oxymehl. Das haben wir auch selber erst entdeckt, davon wussten wir gar nichts. Und das ist auch eine sehr gesunde Sache. Das ist eine Mischung aus Bio-Apfelessig, Bio-Kräutern und Bio-Honig. Und die kann man tatsächlich so roh verzehren. Es wird ein bisschen aufgeschüttelt und dann schmeckt das süß durch den Honig, aber eben auch sauer durch den Essig. Und das ist auch wahnsinnig gesund. Also jeden Tag ein Löffel davon und man wird 100 vielleicht. Okay. Nehme ich mit heute. Das? Und wir tun mal hier Nummer 1 rein. Dann sagen wir, das ist der Originale, oder? Das ist unser originaler Ketchup, genau. Ja, hier, kenne ich noch von früher. Bin nicht so der Ketchup-Esser, aber wenn wir schon mal hier sind, dann den Tomatenketchup von Essig Schneider. Was kannst du mir noch empfehlen, Linda? Sag jetzt nicht alles, bitte. Ha, doch, alles. Nein, also das kommt ganz auf die Geschmäcker an. Manche, gerade so beim Senf, mögen das wirklich scharf. Dann ist vielleicht unser Chili-Senf zu empfehlen. Aber da immer vorsichtig sein, erstmal wirklich nur eine Messerspitze probieren, weil der ist wirklich scharf, der zieht bis in den Rachenraum und einmal durch die Nase wieder zurück. Das war wirklich so eine Erfindung, die wir gemacht haben, weil wirklich manchen Leuten der extra scharfe Senf nicht scharf genug war. Und auch wenn wir auf Märkten unterwegs sind, was wir so vor allem im Sommer, Herbst und Frühling, ist das der Fall. Da sind wir viel so auf regionalen Bauernmärkten, Handwerkermärkten und zeigen unsere Produkte und da können die Leute verkosten und sich durch alles durchprobieren und da kristallisiert sich immer der ein oder andere Favorit bei den meisten heraus. Was ich dir empfehlen kann, ist vielleicht einfach unser Speisesenf extra scharf, den einfach mal zu probieren. Oder was Außergewöhnliches wäre auch mal der grobe Senf. Okay, den süßen hatte ich ja schon, ne? Wie gesagt, ja. Mit der Weißwurst. Genau. Und das war sogar eine vegane Weißwurst. Aha. Genau. Fleischerei Münch, Grüße gehen raus. Ich denke aber trotzdem mal irgendwas Spezielles halt. Ich meine, Weihnachten steht vor der Tür. Wenn ich mir jetzt vorstelle, einen schönen gebeizten Lachs. Einen gebeizten Lachs bräuchte man irgendwas Süßes. Dann vielleicht entweder etwas. Ah, ich sehe schon was. Ja, was ist so? Ich sehe schon was. Ich glaube, der Honigsenf, oder? Ja, Honigsenf passt. Also gerade so. Der? Ja, der passt. Dann nehmen wir den. Genau, also immer Honigsenf. Dann rein. Natürlich wunderbar zur Weihnachtszeit auch noch Lebkuchensenf, wäre auch eine Option. Was für ein Ding? Lebkuchensenf. Ja, den gab es das erste Mal letztes Jahr anlässlich des Pulsnitzer Pfefferkuchenmarktes. Und bei den Pulsnitzern ein absoluter Renner. Selbstverständlich, also ja, selbst erklärt, logisch. Die finden den ganz toll und auch zu einer Bratwurst, der harmoniert so toll, diese Kombination aus herzhaft und süß und dieser leichte, aber doch schon herausschmeckbare Lebkuchengeschmack, das ist wirklich eine tolle Idee für Weihnachten. Dann, Linda, rein damit. Auch ideal so zum Marinieren oder für Soßen, vielleicht zur Ente oder zum Reh. Unser Familienbetrieb, den wir schon seit 1936 führen, ist deshalb auch so wertvoll für die Region oder für die Umgebung, weil einerseits schafft man Arbeitsplätze, auch wenn es vielleicht bei uns nicht gerade unbedingt viele sind, aber das zeigt nochmal, wie wertvoll jedes Produkt ist, was bei uns im Regal landet. Wir haben 7 Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass Senf, Essig und alles andere produziert, abgefüllt, etikettiert und verpackt wird und bei jedem zu Hause gut ankommt, sei es beim Einkauf im Hofladen oder auch im Onlineshop gekauft ist. Und dass man Regionales in der Küche hat, nicht nur unbedingt unserer Produkte, sondern auch viele andere regionale Händler, ist deshalb so wichtig, weil einerseits die Lieferwege einfach nicht so groß sind, weshalb wir auch froh sind, zum Beispiel beim Edeka Müller auch unsere Produkte zu haben, der wiederum die Möglichkeit anderen gibt, die Produkte aus anderen Wegen oder anderen Ortschaften wieder zu erwerben. Genau, und ein regionales Produkt in der Küche zu haben, ist einerseits auch so ein bisschen Heimatverbundenheit. Also ein Senf aus Sachsen ist ja letzten Endes nicht verkehrt, wenn man Sachse ist. Genau. Und es ist ja kurze Lieferwege und man kommt auch einfach in Kontakt mit vielen Händlern oder Produzenten, die sagen, wir produzieren auch heimisch, sächsisch, regional, auch im Erzgebirge.
Und so lernt man neue Leute kennen, man kann Kontakte knüpfen, man stellt das ein oder andere auf die Beine, zum Beispiel auch die Teilnahme am Tag des Handwerks, bei dem im Erzgebirge und Osterzgebirge man sich viele, viele handwerkliche Betriebe angucken kann, die an diesem Tag ihre Türen öffnen und einfach mal zeigen, wie viel hinter diesem Produkt steckt, das eigentlich im Regal steht und in dem Sinne nur verkauft wird, aber was es alles braucht, damit dieses Produkt dann wirklich letzten Endes so dasteht, wie man es kaufen kann und wie viel Liebe da auch dahinter steckt, wie viel Handwerk dahinter steckt und ja, dass man letzten Endes die Regionalität wieder mehr zu Hause in die Küche holen kann, auch aufgrund ihres Geschmacks. So Linda, tausend Dank für die liebe und nette Führung. Sehr gerne. Und dass ich mal hinter die Kulissen hier bei euch bei Essig Schneider gucken und schauen gerne durfte. Ja. Und jetzt nehme ich auf jeden Fall noch 2-3 Sachen mit. Ja, unbedingt. Und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank an dich. Danke. So ihr Lieben, das war es jetzt hier aus Kolmnitz bei Essig Schneider. Linda, tausend Dank für die nette Führung. Sehr gerne. Absolut informativ. Viele Sachen auch selber wieder dazugelernt. Und also es lohnt sich definitiv hier mal in Kolmnitz vorbeizuschauen. Und Linda, ich sage tschüss, tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss, macht's gut. Ciao.